Hi Spowie, schön, dass du da bist. Wie geht's dir stets? Und ja, das Spiel ist endlich draußen. Seit einem Monat ungefähr, glaube ich. Zwei Monate vielleicht. Kapitel 5. Die Schwelle des Grauens. The Horror at the Door. Arnesons Menschen. Ich habe die ersten Teile auch schon gespielt gehabt, auf YouTube hochgeladen und hatte dann keine Zeit mehr und dementsprechend ist das Projekt ein bisschen eingeschlafen gewesen, weswegen ich jetzt mir überlegt hatte, dass ich das im Livestream eigentlich mal weiterspiele. Warum steht der Cthulhu und nicht, weil ich nicht schreiben kann, offensichtlich. Ich glaube, das ist das große Ding, ich kann nicht schreiben. Gib mir eine Sekunde, das kann ich so nicht stehen lassen. Wenn wir Fehler machen, können wir sie einfach wieder ausbügeln. Das stimmt. Hat niemand außer Spowie gemerkt. Ja, niemand. Niemand außer Spowie hat das gemerkt. Danke, Spowie. Passt mal wieder. Das stimmt. Dann gehen wir mal zur Schwelle des Grauens. Zum Glück sind wir in der Lage, ein Schloss zu knacken. Oh, okay. Stahl. Robust. Intakt. Schmutzspuren, aufbenutzt, geölt. Oh, der Tee ist natürlich ganz schrecklich. Okay, wir können also ab jetzt nicht mehr. Cthulhu ist nun ja Lovecrafts und wir sind erstmal Hobbys. Meins auch. Meins auch. Schicke Blumen. Abgeknickte Stängel, abgebrochener Rand. Das sieht danach aus, als wäre dort etwas. Ein Schlüssel. This must be the key to the stables. Nein, ich kann das nicht mehr. Ich war zu gut. Da war doch noch was. Hier stand doch noch was an der Tür. Na, egal. Oh. Poor animal has been suffering for days. It's dehydrated, Holmes. Without water, it will die. Ken Pepper. Half empty. Or as Watson would say, half full. Wo ist der Cayenne Pfeffer? Mr. Arneson's cab is still here. Wir brauchen unbedingt mal Wasser. Für das Pferd, die Pferd. Please, Lord, protect my brother. Vermutlich drinnen, würde ich sagen, dass wir drinnen Wasser finden. Spowie, hast du die ersten Folgen schon gesehen von dem Spiel? Nee, vermutlich noch nicht, weil wenn du sagst, du weißt, wusstest noch nicht, dass das Spiel draußen ist. Kann ich dir nur empfehlen. Es ist sehr cool, das Spiel. Muss ich noch machen? Ja, mach das, nach dem Stream. This might be useful. At least that's one life saved. Fest im Sattel hilft dem verdurstenden Pferd. No. Ja. Du hast keine Benachrichtigung bekommen. Ja, YouTube ist da in der Hinsicht manchmal echt doof. Ja, Ferdi. Ferdi McFairface. Horstegon. Das ist natürlich trotzdem blöd, dass da hinten dein Mist noch einfach rumliegt. Darum müssen wir uns auch nochmal kümmern. Aber wir haben wenigstens schon mal. Das Spiel ist auf deiner Wunschliste. Oh, verstehe ich. Stehe ich sehr gut. Ich bin durch Sebastian drauf gekommen. Der hatte mir vor längerer Zeit einmal einen Sherlock Holmes Teil geschenkt und gesagt, ich soll den spielen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann hat er gesagt, der hier halt, weil der neu rauskommt und ein Remake, ja, ist das Spiel von 2008 ist es, glaube ich.
Also bisher finde ich mal abgesehen davon, dass die ihr Pferd verdursten lassen, jetzt noch nicht so Horror. Die Musik ist unpassend. Unpassend mystisch. Oh Gott, ich kann hier hin. Warum kann ich hier hin? Warte mal, vielleicht möchte ich hier noch gar nicht hin. Gib mir eine Sekunde. Ich habe meinen Mittlungsort gefunden. Ah, do you smell that, Holmes? Something bad happened here. I know. Be prepared for anything. Gut, ich würde sagen, wir gehen noch mal raus. Dann fangen wir draußen offensichtlich an. Size 10, the owner's footprints were shallow. Size 10, the heels are sinking into the ground. Look here, Doctor. Two sets of footprints left by the same person, yet they vary in depth. Er ist leer angekommen und ist voll gegangen. Perhaps they arrived empty-handed, but left carrying something heavy. Precisely. We'll make a detective of you yet, Watson. More boot prints. More boot prints. Wurzel, fast herausgerissen. Luxurious shoes, size 9. Das sind andere Schuhe. Leichte Vertiefung, Handabdruck. These fingers were set with a single clean stroke, but I don't see the thumb or middle finger. Kinderhände? Animal prints. I wonder what kind. Boots, size 10. Bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Bin ich ganz ehrlich, bin mir nicht sicher, ob ich das wissen möchte. Was ist das? Ein Stück Stoff. Soft and elegant. Seidenstoff hochwertig. Blutverlust, größte Wunde, wartete für eine Weile. No sign of a boat. Ich habe ein paar neue Dinge freigeschaltet, und zwar luxuriöser Mantel, sehr hübsch. Kennst du eigentlich das Spiel The Shore? Ja, ja, habe ich. Kenne ich, habe ich und will ich auch noch spielen. Luxuriöser Mantel, was haben wir noch? Wir haben einen Notfallkasten, um ja, Tote wiederzuerwecken. Können wir ganz kurz sagen, nein, bitte nicht. Geiles Matrosen-Outfit. Nein, danke. Alter, ich wollte speichern und da reinspringen. Das war mein Plan. Ich würde mal gucken, ob ich hier reinspringen kann. Ja. Cool. Teleport. Habe ich jetzt das hier alles hier schon erkundet? Geil, im Teleport. Aber das Schöne ist ja, wir haben diesen Teil hier schon erkundet. Wir müssen jetzt noch den das Haus selbst erkunden. Ansonsten haben wir hier draußen alles soweit entdeckt. Schöner Teleport ins Haus. What horrors happened here? Ach, das ist Erdbeermarmelade.
Die gute Erdbeermarmelade. Watson, would you please lend me your medical expertise? I'll do my best. An enormous blow shattered her ribcage. Vielleicht war es ein Alien? Da ist die Marmeladenköchin. Yay. Blooded broken nails. The poor woman tried to put up a fight. Alter, abgebrochene Fingernägel. Ich finde, es ist so krass, ne? Weil das. Da kannst du ja auch überlegen, was da passiert ist. Extremely sharp and deadly. Aber das war nicht die Waffe. Weil irgendwas hat der. Das war ein Messer. This place sets my teeth on edge, Holmes. Ah, guck mal, das schöne Bild. Why does it look so familiar? Ja, weil du da schon mal warst. Ich möchte einen Zoom haben, dass Cthulhu da im Hintergrund ist. Wie cool ist das denn? Geile Bilder übrigens, richtig geile Bilder. Die möchte ich auch haben. Tea for two. An odd glimpse of normalcy amid the horror. A used kitchen towel. Oh, cool. Hoi. Ah ja, okay, wir bauen hier einen Tathergang zusammen. Das machen wir später. Oh, das sind noch mehr Leute. Ja, das muss so sein, habe ich gehört. Spur im Staub, Blutstropfen. Brief eines Schlossers. Mr. Arneson, ich freue mich, dass Sie mit dem Schloss in Ihrem Arbeitszimmer zufrieden sind. Das war wahrlich eine Herausforderung und mein bisher schwierigster Auftrag. Ich habe das Schloss von Hand gefertigt, um dafür zu sorgen, dass der Mechanismus Ihren Vorgaben entspricht. Die Einfassung ist magnetisch und muss zum Öffnen des Schlosses aktiviert werden. Das Schlüsselloch ist kaum zu sehen, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, wie von Ihnen gewünscht. Bitte empfehlen Sie mich weiter. Vielen Dank. J.G. Locke. Locke and Sons Locksmithery. Dein. Größe 10, Schlamme Torf getrocknet. Schönes Bild. Also, was wir jetzt gerade machen, wie ihr seht, dass wir da oben diese Reihe aus 4 Aktionen haben oder 4. Wir haben momentan 4 dieser 7 Ereignisse. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel durch verschiedene Events sozusagen durchschalten und kann damit versuchen, den Tathergang zu rekonstruieren. Und ich brauche dafür Hinweise, weil ich, wenn ich jetzt mal ein anderes Beispiel nehme, hier habe ich mehrere Möglichkeiten, was hier passiert sein kann. Zum Beispiel kann hier entsprechend eine Sau dann durchgezogen worden sein momentan oder ein schwerer Sack oder irgendwie sowas. Und dann muss ich mich für das Richtige entscheiden, um den Tathergang hier vollständig zu rekonstruieren. Das ist momentan das Ding. Und dafür brauche ich jetzt Hinweise. A trail of wax leads to the door. Eine Wachsspur? Was? Someone smaller walked over these boot prints. Ohne Schuhe, vor allen Dingen. Candle was burning when it fell. Was ist das für eine Kerze, die so krass tropft? Kreisförmige Kratzspuren, Wachstropfen. Das ist ein verbrannter Brief. Notiz über rätselhaftes Telegramm. Mir ist ein Telegramm in die Hände gefallen, was für Aschmatt bestimmt war. Es mutete sonderbar an. Der Text scheint keinen Sinn zu ergeben. Der Postbote bestätigt, dass das Telegramm für Aschmatt bestimmt war. Er muss wissen, was er damit auf sich. Der Rest ist unleserlich.
burnt papers, now completely unreadable. Das ist bewusst geschehen. Someone was bleeding, but it doesn't look lethal. Okay. Das Gleiche gucken wir uns als letztes an. Schickes Bild. Mr. Arneson with his prey. Mhm. Na gut. I will need your help one more time, Doctor. Dann schauen wir uns doch mal mit medizinischer Kenntnis diese Leiche an. Was ist denn mit seinem Gesicht passiert? The hand can bend freely. Rigor mortis has passed. Oh, dann ist er schon eine ganze Weile tot. A deep stab reached the man's heart. Clean edges suggest a sharp blade. But the wound is too wide for an ordinary knife. Aber beides Mal, beide wurden mit einem Stich ins Herz getötet. His corneas are already clouded. Hay on his trousers suggests a gardener or groom. This man has been dead for a week. The result of a sharp object piercing his heart. You are mostly right. But I would bet he died 5 days ago. Heat and humidity will have accelerated the decomposition. Oh, der Herr. Aber sie ist doch auch mit einem Stich ins Herzen gestorben. Die Tür ist fest verschlossen. Die Tür ist fest verschlossen. Tür mit Pferdesymbol. Okay. Gucken wir mal oben. Ah, er mag Jagd. Mochte Jagd. Mag Jagd? Oh. Okay. Schönes Bild. Was ist jetzt so besonders in diesem Bild? Note the blade, Watson. A curved dagger, probably of Persian or Indian origin. 9 or 10 inches, I'd say. Es ist halt ein Bild. Das hätte ich jetzt nicht als so wichtig empfunden. Arneson and Davy seem to have got along well. He looks more like a son than a servant. Oh, es war ein Kind! Arneson and Davy, 1881. Vielleicht war es sein Kind? Fauna of Louisiana. Full of things that bite, no doubt. Gut, dass wir dieses Buch jetzt mitgenommen haben. New Pied Piper. Foreigners missing in New Orleans. Liebster Errol, ich möchte wirklich, dass du deine Antwort auf deine Frage findest, aber ich kann nicht leugnen, dass meine Bedenken mit jedem Tag größer werden. Mittlerweile fürchte ich das Schlimmste. Ich bin besorgt um dich und auch darum, was du tust. Wenn ich daran denke, wo du nach deinen Antworten suchst, bleibt mein Herz stehen. Wie gern würde ich dir die Antworten geben, wie gern würde ich dir alles geben, was du willst, damit du nicht einfach verschwindest. Errol, bitte, du musst damit aufhören. Wir haben doch uns. Ist das denn nichts wert? Ich hoffe, bald von dir zu hören. Ich liebe dich, Elle. Cthulhu Death Escape. Kann mir das jemand im Discord schreiben, damit ich das nicht vergesse? Einfach mal rein, einfach mir, das finde ich dann schon geile Wand übrigens. Offensichtlich soll ich, oh mein Gott.
Schloss außergewöhnliche Form A-förmig. Das haben wir und jetzt müssen wir noch das hier. Musik, ich verstehe. Oh Gott, sorry. What I wouldn't give for a nice bath right now, Holmes. Okay, einfach nur ein Bad. Einfach nur ein Bad. Ein bisschen durcheinander gewirbelt, aber sieht sonst ganz okay aus. Ein Brief. Brief von Lakovka. Mein lieber Freund, der Junge ist ein Genie. Obwohl ihm nur ein Bruchteil meiner Formel vorlag, gelang es ihm, die Lösung zu finden. Mit dieser Aufgabe sind junge Studenten eigentlich heillos überfordert, denn Davy ist ein Wunderkind. Ich bin immer wieder verdutzt, wenn ich ihn etwas frage und er dann die Antwort Wort für Wort so niederschreibt, wie er den Sachverhalt von dir oder mir erklärt bekam. Sein Erinnerungsvermögen ist phänomenal. Ich weiß, dass du ihn eigentlich nur unter deinen Fittich genommen hast, um für ihn zu sorgen, aber ich würde dich dennoch gerne bitten, mir einige Unterrichtsstunden mit ihm zu gestatten. Ich bin der festen Überzeugung, dass mit deiner Unterstützung aus dem Jungen etwas werden kann. Womöglich wird er eines Tages die Welt verändern. A dull book about local geology. Even I'd struggle. Geologie. Okay. The dashing portrait of Mr. Arneson. Sonst ist hier nichts mehr. Okay. Dann müssen wir jetzt unten nochmal uns genau umgucken bei ihm, glaube ich. Wir müssen gucken, ob er vielleicht irgendwie etwas bei sich hat. Es fehlt noch ein Hinweis, den können wir die ganze Geschichte zusammenbauen. Lass mal ganz kurz gucken. Also, was haben wir bisher rausgefunden? Also, wir wissen, dass hier jemand kommt mit einem... Nicht mit einem Fleischerbeil. Ich würde sagen, der hat dieses... Nee, auch keine Kerze. Das wird er haben. Der wird dieses... komische Messer haben. Und ich glaube auch nicht, dass er eine Kerze dabei hatte. Auch keine Axt. Okay, ich glaube, er hatte nur dieses Messer. Damit ist er nach hier gegangen. Und hier hat jemand den Kerzenständer verloren. Ach, warte mal, wenn er hier den Kerzenständer verloren... Nee. Aber wo hat er den Kerzenständer jetzt her? Ja, das passt eher, dass jemand den Kerzenständer verloren hat. Weil da ist nämlich jemand anders dazugekommen. Hupsala, das wollte ich gar nicht. Genau, die hat sich nämlich erschrocken. Eine andere Person hat sich hier erschrocken. Oh nein, das war keine Axt. Das könnte dieses Messer gewesen sein. Es ist dieses Messer in Ordnung. Wer auch immer das war, hat mit dem Messer ihn erstochen.
hier ist... Er hat die... Er hat es geworfen? Nee. Es gab einen Kampf. Wir wissen, es gab einen Kampf. Also entweder die saßen da, das würde passen, weil er hatte Heu an der Hose. Nee, ich finde, das passt ganz gut. Das waren zwei Leute, er hatte Heu an der Hose, okay. Das haben wir, das haben wir. Jetzt fehlt noch das hier. Das Problem ist, dass mir hier noch etwas fehlt. Der wird kein Schwein rausgezogen haben. Hier fehlt noch eine Info. The bent end of this candlestick has blood on it. Oh. Hat es, ist das jetzt der letzte Punkt im Vers? Ist der letzte Punkt, der uns fehlte? Genau, der hat nämlich denn eine. Warte mal, der hat eine Leiche weggezogen? Da fehlt eine Person. Oh. Also hat auf jeden Fall mit dem Teil erschlagen. Das stimmt. Nee. Und der hat auch kein Fleischerbeil dabei gehabt. Sondern das. Genau, das hätte er dabei gehabt. Ja. An intruder entered through the back door at night, leaving mud traces in the hallway. Without being noticed, they picked up a candlestick and struck the man in the chair from behind. In the kitchen, two people were drinking tea, the workman and cook. They were startled by the noise of a falling body and went to investigate the parlor. The workman tried to subdue the intruder, but was stabbed by the attacker's knife. Judging by the wound, it was a curved blade. The cook panicked and fled back to the kitchen. The intruder followed, but since their blade was stuck in the workman, they used the meat cleaver on the table to kill her. Someone smaller arrived and discovered the carnage. They dropped the candlestick in horror and ran for safety to a room down the hallway. Meanwhile, the intruder returned to his first victim and dragged their stunned body away from the fireplace and out into the garden. Das war der Tathergang. Today started poorly and went downhill. Aber wir haben immer noch das hier. Es fehlt uns immer noch. Wir suchen immer noch diesen. From there. Ah, okay, was sagt denn das hier? Oh mein Gott. Wie lässt ihr Schloss vom Gemälde öffnen? Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!